Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Lisas Göttler and Friends, BDSM Literatur und mehr. Ihr werdet es gemerkt haben, dass letzte Woche jeder Podcast von mir gefehlt hat. Lag einfach an Seminarvorbereitungen, an Messevorbereitungen. Ja, ich hab's einfach nicht geschafft. Passiert auch mir manchmal. Und auch jetzt werdet ihr bemerken, es ist heute nicht Dienstag, sondern Mittwoch. Ich habe mich entschieden, den Podcast mit den Buchvorstellungen auf den Mittwoch zu schieben, denn meine Kollegin Margot Navarra hat dienstags immer ihren Spielzeug-Dienstag, wo sie ganz interessante SM-Spielzeuge vorstellt. Solltet ihr einfach mal reinlesen, weil es ist ein Blog. Also Margot Navarra, Blog, einfach mal suchen. Und ich finde es immer schade, wenn wir uns so ein bisschen gegenseitig in die Quere kommen, ist es nicht. Aber wir müssen uns euch ja nicht beide gleichzeitig am gleichen Tag unterhalten. Und da Margot einen Ticken früher war als ich, habe ich gesagt, gehe ich einfach auf den Mittwoch. Somit sehen wir uns, nein, hören wir uns jetzt immer mittwochs. Und heute habe ich ein Buch von mir selbst im Gepäck, nämlich den ersten Band der Russian Fighter, Eigensinnige Herzen. Ja, und in diesem Buch geht es um Kira und Nikolai. Kira kommt auf die grandiose Idee, ihre doch etwas zerrüttete Ehe bei einem Urlaub in einem Clubhotel in Bulgarien zu retten. Aber, ja, wie das Leben so oft spielt, es kommt alles ganz anders, als sie es sich vorgestellt hat. Sie versucht verzweifelt, ihrem Mann zu zeigen, dass da doch noch irgendwas ist, dass es vor allen Dingen zwischen ihnen ganz anders werden muss. Ihr Mann sieht es völlig anders. Und ja, dann ist da auch noch dieser arrogante Mistkerl von Boxer. Ein Russe, der ihr ständig in die Quere kommt. Dass ihr Herz dann schneller schlägt, wenn sie ihn sieht, ignoriert sie, denn sie ist eine verheiratete Frau. Die Russian Fighter liegen mir unwahrscheinlich am Herzen, weil ich mag Russland, ich mag die Mentalität der Russen und es ist eine Serie, die ich wirklich super, super gerne geschrieben habe, die ja auch so ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen soll. Denn ich muss zugeben, mir ist es selbst passiert. Die Idee zu diesem Buch kam mir nämlich in so einem Hotel in Bulgarien. Ich saß da und habe geschrieben, beziehungsweise habe überlegt, was soll ich denn jetzt machen, was soll ich denn jetzt schreiben? Und dann ging die Tür auf und dann kam ein riesengroßer Mann rein, Glatze, Tattoos mit so kämpfenden, so Kampfhunden halt. Und ja, auf dem Rücken, ich kann so 3, 4 von diesen kyrillischen Schriftzeichen lesen, stand dann Boxstall St. Petersburg. Und ich dachte nur, ups. Also vom Äußeren hat dieser Mann alle Klischees erfüllt. Alle. Und ich dachte nur so, okay, dem möchte ich jetzt nicht unbedingt in die Quere kommen. Das Leben ist aber toll und kurz darauf kam auch seine Frau, also 2, 3 Tage später kam seine Frau und sein kleines Kind, ich weiß nicht, ob es Mädchen oder Junge war, Baby halt. Und ich sehe, wie er dieses Kind total liebevoll auf den Arm nimmt und ich habe gedacht, boah, Lisa, was bist du für ein schlechter Mensch? Sämtliche Klischees sind in deinem Kopf angesprungen. Du hast diesen Mann gesehen und hast gedacht, wow, halt dich mal besser da so ein bisschen fern. Der sieht nicht aus, als wenn er zu den Guten gehört. Ja, ich gebe es zu. Ich habe so eine Scheiße gedacht. Und dann zeigt mir das Leben genau die andere Seite dieses Mannes. Und damit war die Geschichte zu Eigensinnige Herzen geboren. Denn Nikolai sieht genauso aus wie dieser Mann, den ich euch gerade beschrieben habe. Und Kira und ihr Ehemann haben genau die gleichen Vorurteile und Klischees im Kopf wie ich. Wobei Kira noch ein bisschen anders ist, aber ihr Mann hat natürlich sofort die Ablehnung und sagt auch, boah, Abschaum, damit will ich nicht unter einem Dach leben und, und. Ja, manchmal hat man als Autor solche Begegnungen oder solche Szenen, woraus man dann sofort eine Geschichte formen kann. Bei mir war es dann so, dass die Geschichte einen Lauf genommen hat, den ich selber nicht vorausgeahnt habe. Geht mir aber ganz oft so.
Ja, die Figuren haben sich entwickelt, die Geschichte hat sich genauso entwickelt, den Plot, den ich ursprünglich im Kopf hatte, konnte ich mal wieder in die Tonne treten, bin ich auch mittlerweile gewöhnt. Und die Rückmeldungen, die ich zu dem Buch bekommen habe, waren toll. Es waren viele, viele, die gesagt haben, hey, schönes Buch, tolles Buch. Klar gibt's auch immer die, die sagen, oh, nee, wird ein Scheiß. Ich kann nicht jedem gefallen, muss ich auch gar nicht. Und ich weiß in dem Moment auch nie, was ist der Hintergrund? Habe ich den vielleicht getriggert? Hat's ihm einfach nicht gefallen? Ist er mit einer anderen Erwartung dran gegangen? Okay, ist auch eigentlich ganz egal. Es wird immer Leute geben, die das Buch nicht gut finden. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ja, Eigensinnige Herzen spielt anfangs in Bulgarien, wechselt dann die Szene nach St. Petersburg. Die Leute, die mich kennen oder auch meinen Blog verfolgen, wissen, eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Ich habe sie vor 5 Jahren, fast 6 Jahren besucht und würde gerne wieder hinfahren, werde ich auch, weil St. Petersburg ist einfach eine Reise wert. Es ist einfach, ja, für jeden, der ein bisschen Kultur interessiert ist, der ein bisschen was an Museen, an Bauwerken sehen will, ist St. Petersburg ein Traum. Aber zurück zum Buch. Also, Kira ist auf dem Weg in den Urlaub, beziehungsweise ist im Urlaub. Ihr Mann kommt ihr keinen Schritt entgegen. Im Gegenteil, er hat Campsex mit seiner Sekretärin. Sie erwischt ihn auch noch dabei. Sie ist absolut frustriert. Sie weiß gerade nicht weiter. Und dann begegnet sie Nikolai, den sie schon auf dem Flug beziehungsweise im Bus zum Hotel kennengelernt hat. Gut, kennenlernen ist nochmal so was anderes. Sie merkt, dass da ganz viel zwischen ihnen knistert. Aber ihr Gewissen sagt ihr, nein, 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 das geht gar nicht. Außerdem erzählt ihr Mann ihr ständig, dass sie zu fett ist, dass sie sowieso keinen anderen kriegt und macht damit ihr Selbstbewusstsein ganz schön klein. Ja, ich habe mir eine Stelle rausgesucht, dieses Mal nicht aus dem Anfang der Geschichte, sondern mittendrin. Die lese ich euch mal vor und danach sage ich euch auch, warum ausgerechnet diese Stelle. Russian Fighter, eigensinnige Herzen. Kira schlenderte mit verschränkten Armen zu ihm, um ihm mürrisch zuzusehen. Ihre Stimme war zickig, aber das würde sich gleich ändern. Nur wusste sie das noch nicht. Mit einem breiten Grinsen schüttete Nikolai seine Tasche aus, nahm einen Bondage-Ring und die passenden Karabiner, um sie an dem freien Haken zu befestigen. »Nochmal, Daragaya. Glaubst du wirklich, dass ich so ein Egoist bin?« Offen sah er sie an. Dabei bemerkte er, dass sie zumindest die Seile erkannte. Nur die Bedeutung des Rings, der jetzt über ihrem Kopf baumelte, war ihr fremd. Behende sprang er von der Bank, trug sie an ihren Platz zurück. Danach baute er sich vor seiner Liebsten auf. »Ich wusste doch...« Weiter kam sie nicht, denn er legte ihr einen Finger auf die Lippen. »Erste Lektion. Ich tue selten, was du gerade erwartest.« Grinsend küsste er sie, anschließend schob er sie einen Schritt von sich weg. »Zieh dich aus, Daragaya.« Seine Stimme klang nicht mehr beherrscht, sondern heiser. Kira wollte aufbegehren, gegen seinen Befehl rebellieren, aber allein sein Blick stoppte sie. Auf gar keinen Fall ging sie das Risiko ein, dass er sie auszog. Da erledigte sie das lieber selbst. Schnell öffnete sie den Knopf, der das Kleid im Nacken zusammenhielt, und ließ es von den Schultern rutschen. Jetzt stand sie nur in BH und Slip vor ihm, was ihr enorm peinlich war. Mit gesenktem Kopf nesselte sie an dem Verschluss ihres BHs, als sich eine warme Hand liebevoll auf ihre legte. »Heute reicht das so. Ich will dich nicht überfordern, zumal ich ja weiß, dass du noch ein Problem damit hast, dich nackt zu zeigen.« Sanft stoppte Nikolai sie mit diesen Worten. Erleichtert schaute Kira ihn an. Dann siegte die Neugier, so dass sie den Bondage-Ring musterte. Eine Bewegung hinter ihr lenkte ihre Aufmerksamkeit auf ihren Liebsten zurück, der sie unter den Ring schob. »Das ist der erste Schritt, um dir Vertrauen beizubringen. Denn gleich
wirst du mir völlig ausgeliefert sein. Seine Stimme erregte sie, aber sie spürte auch Aufregung, weil sie keine Ahnung hatte, wie sich ein Bondage anfühlte oder was sie tun musste. Bei der Vorstellung, hilflos gefesselt zu sein, zog sich ihr Unterleib lustvoll zusammen. Gleichzeitig kam Panik in ihr auf. Was passierte, falls sie die Beherrschung verlor? Die Kontrolle abzugeben kam in der Vergangenheit für sie nicht in Frage, also konnte sie mit dem Gedanken nur schlecht umgehen. Würde es wehtun, wenn er sie fesselte? Und wozu diente dieser Ring? Eine leise Ahnung keimte in ihr auf, als Nikolai sich an den Bondage-Ring hing, um seine Festigkeit zu testen. Ein paar Mal schwang er hin und her, dann kam er zu ihr zurück, stellte sich hinter sie, um sie fest in seine Arme zu ziehen. Bereit für die erste Lektion im Vertrauen, raunte er ihr ins Ohr. »Hab ich eine Wahl?« flüsterte sie. Ihr Mut ließ sie gerade fürchterlich im Stich, so dass sie kaum in der Lage war zu sprechen. »Natürlich. Du hast immer die Möglichkeit, mich davon zu überzeugen, dass du das wirklich nicht möchtest. Aber am Ende entscheide ich, ob du nur widerspenstig bist, Angst bekommst oder es einfach nicht passt.« Kira schluckte schwer, schmiegte sich in seine Arme und nickte endlich. Sie hatte versprochen, sich auf ihn einzulassen. Da sollte sie jetzt auch wenigstens versuchen, ihm zu vertrauen. »Keine Panik. Ich weiß, was ich tue. Außerdem passe ich auf dich auf«, versprach Nikolai. Vorsichtig nahm er ihren rechten Arm, zog ihn auf ihren Rücken, um gleich darauf mit dem anderen genauso zu verfahren. »Leg deine Handflächen an die Unterarme. Schieb sie so dicht an die Ellenbogen, wie du kannst«, befahl er ihr ruhig. Gehorsam verschränkte sie die Arme, wie er es gefordert hatte, was gar nicht so einfach war. Aufgeregt spürte sie, dass er ein Seil um ihre Handgelenke schlang und festzog. Gleichzeitig schob er ihre Ellenbogen zusammen, was die Spannung in ihren Schultern erhöhte. Sanft strich er über ihren Oberarm, blickte sie kurz an, um zu sehen, ob es ihr gut ging. Anschließend legte er den Hanf eine Handbreit über ihren Brustwarzen um ihren Oberkörper. Erneut verknotete er etwas in ihrem Rücken, dann führte er das Hanfseil unter ihre Brüste, so dass diese angehoben wurden. Die unbequeme Lage ihrer Arme vergaß sie, als Koljas Fingerkuppen zärtlich über ihr Schlüsselbein glitten. Zu deutlich fühlte sie seine Fingerspitzen, die sinnlich über ihren Körper streichelten, während er sie fesselte. Neugierig horchte sie in sich hinein, kostete das Gefühl aus, von diesem erstaunlichen Mann zur Unbeweglichkeit verdammt zu werden. Mit jedem Stück Seil, das ihren Leib umschlang, entspannte sie sich etwas mehr. Den Bondage-Ring über ihrem Kopf verdrängte sie vollkommen, so dass sie es wirklich genoss, sich ihrem Boxer auszuliefern. Selbst der Gedanke, dass sie niemals in der Lage sein würde, sich alleine zu befreien, störte sie im Moment nicht. Im Gegenteil, sie fühlte sich seltsamerweise völlig sicher. Wenn das eine Lektion im Punkto Vertrauen darstellte, dann wollte sie gerne öfter solche Lehrstunden. Es gefiel ihr, erregte sie und sie bekam zum ersten Mal das Gefühl, dass sie sich auch fallen lassen konnte. Verliebt sah sie den Mann an, der ihr jetzt schon eine Welt eröffnete, die sie so nie erwartet hätte. Niemandem sonst würde sie erlauben, sich ihr in dieser Art zu nähern. Warum sie ausgerechnet bei Nikolai so weit ging, musste daran liegen, dass er ihr in den letzten Tagen mehrfach zur Hilfe gekommen war. Es bildete sich ein kompliziertes Muster, das Kira mehr spürte als sah. Immer wieder berührte er sie, blickte ihr in die Augen, überprüfte, ob sie sich wohlfühlte. Die Seilbündel neben ihren Füßen wurden weniger, dabei bekam sie kaum mit, wenn er ein neues Bündel nahm. Ab und zu fühlte sie, wie er in ihrem Rücken etwas verknotete, dann folgte meistens eine zarte Berührung an ihren Handrücken. Als er erneut über ihre Fingerknöchel strich, sah sie ihn fragend an. »Sollten deine Hände kalt werden, weiß ich, dass die Seile falsch liegen.
Du bist blutige Anfängerin. Da wirst du die Lage nicht einschätzen können. Fangen deine Finger an zu kribbeln, sag mir sofort Bescheid, verlangte er ernst. Langsam nickte sie. Mehr brachte sie in dem Augenblick nicht zustande. Zu sehr faszinierte und erregte sie das Bondage, was natürlich hauptsächlich an den Zärtlichkeiten lag, die Kolja ihr schenkte. Zumindest redete sie sich das ein. Denn es war für sie unvorstellbar, dass ein paar Seile ihr dieses Gefühl vermittelten. Anschließend vollendete er sein Werk, bis sie sich vorkam, als ob sie in einem Korsett steckte. Der raue Hanf scheuerte auf ihrer nackten Haut, gab ihr aber Halt, was sie wunderte. Kira hätte eher damit gerechnet, dass sie Panik bekam, sobald sie in dem Geflecht gefangen war. Nikolai umrundete sie, überprüfte, ob alles an der richtigen Stelle saß, denn bei ihrem ersten Bondage wollte er absolut sicher gehen. Es sollte eine Erfahrung werden, an die sie sich auch Jahre später gerne erinnerte. Liebevoll strich er mit dem Daumen über ihre Unterlippe, als er wieder vor ihr stand. Gleichzeitig sah er ihr tief in die Augen. Ein zufriedenes Grinsen huschte über sein Gesicht, als er bemerkte, wie sehr Kira es genoss, von ihm gefesselt zu werden. Ein Hanfseil schlang er nun um ihre Taille, verknotete es und hielt das Ende locker in der Hand. Dabei sah er sie eindringlich an. »Mehr?« Seine freie Handfläche legte er auf ihre Wange, während er ihre Antwort abwartete. Das war ein Ausschnitt aus Russian Fighter, Eigensinnige Herzen. Ja, und was es mit diesem Ausschnitt auf sich hat, verrate ich euch gerne. Denn wir haben uns ein besonderes Bonbon für euch ausgedacht. Also wir, das ist mein Rigger Chosen Harry oder Mac Harry und meine liebe Freundin Silke Handke. Ihr wisst ja, die Autorin von Lust oder Wie versaue ich mein Liebesleben und die absolut erfolgreiche Podcasterin vom Mythos Lust Podcast. Ja, sie hat mir gesagt, was hältst denn du davon, wenn wir drei diese Lesung oder dieses Stück auf die Bühne bringen. Daraus ist dann die Show entstanden, die wir am Samstag um 18 Uhr auf der Buchfevo zeigen werden. Wir haben es in ähnlicher Form schon mal aufgeführt. Allerdings wird es jetzt einen ganzen Ticken intensiver, einen ganzen Ticken zärtlicher und ja, ihr könnt euch auf eine schöne Show gefasst machen. Das heißt, die Bondage-Lesung. 18 Uhr am Samstag, den 28.9. Wir sind im September, ja. 28.9. um 18 Uhr auf der Mainstage der Bofevo in Hofheim werdet ihr Silke und Chosen Harry sehen, die genau diese Szene nachfesseln, während ich sie vorlese. Also Bondage-Lesung. Wer jetzt darüber hinaus wissen will, wie es mit Kira und Nikolai weitergeht, ihr wisst ja, der muss das Buch lesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns am Samstag wieder. Da geht es dann wieder um ein SM-Thema. Und bis dahin denkt dran, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Eure Lisa Sküttler.